Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 Makedonien. Und ja, er sagt hier schon, dass er gewinnt. Und das ist noch nicht mal die Full-Stack-Armee. Na gut, dann wollen wir mal schauen. Also das heißt halt, gegen seine Full-Stack-Armee werden wir hundertprozentig verlieren. Weil, ja, er kommt halt nach dem anderen. So, zwei Angriffe, das ist echt gemein. So. Und die Stadt kann man auch nicht super gut verteidigen. Das ist das große Problem. Es ist halt, ja. Man kann zwar hier so das machen, aber dann ist halt hinten alles offen. Nicht. Man könnte... Warte mal, wie viel braucht man hier? Hier könnten zwei reichen. Hier reichen zwei. Super. Dann hier die. Bürgerwehr. So, gut, dann let's go. So, hat er Kavallerie? Natürlich hat er Kavallerie, aber nur eine. Leichte gallische Kavallerie, okay. Die können wir ja sogar mit meiner Kavallerie aufhalten. Hier Plänkler-Modus mache ich an. Habe ich hier verlangsamt? Ja, sieht doch mal richtig cool aus. Mal auch den Mund zu. Das sind irgendwie Fische, oder? Das sind Athener und keine... keine anderen. So, dann ist seine Kavallerie schon mal weg. Ist schon mal gut. So, das ist schon mal sehr schön. Ja, das sowas passiert, wenn er angreift. Jetzt mach mal hin, was ist da los? Sehr schön. Das war Nummer 1. So, jetzt muss ich mal schauen. Der hat Fernkämpfer, oder? Eine Fernkampfeinheit. Das ist zu wenig. So. Wahrscheinlich werde ich dann ihn angreifen müssen, weil er geht eigentlich immer auf die Mitte. Also bei Städten ist es halt, ja, immer so, wenn eine Stadt mehrere Punkte hat zum Einnehmen, dann ja, braucht es ja wirklich entweder alle kleinen oder eine große, um zu gewinnen.
Beziehungsweise um einen Countdown zu machen, ich glaube 2 Minuten, hat dann der Gegner Zeit oder der Verteidiger Zeit, den Punkt wieder einzunehmen. Oh! So, und ja, bei so kleinen Städten wäre, also er würde jetzt gewinnen, wenn hier die Zeit, wenn hier die Zeit abläuft. So. Pell-Tasten. Keine Ahnung, was du gerade machst. Du hast immer noch, du hast immer noch, Speere. Benutz sie und nicht deinen Nahkampfangriff. Ja, dreht euch mal um. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, jetzt sind die beiden frei. Sag ich mal so. Und jetzt machen sie den Hammer. Bands. Und wieder raus. Und dann reicht das eigentlich schon. Gut. Okay, alles klar. Dann gehen die mal hier lang. Ihr hört mal auf zu schießen. So, der. Ja, kommt auch mit, komm. So. Die Söldner-Hopliten sind auch immer eine Einheit, die eigentlich immer gut ist. Die ist eigentlich, kann man sehr, sehr früh kaufen. Und die ist eigentlich immer gut. Die ist richtig, richtig sick. So, Schluss, Schluss, Schluss. Schluss, das reicht. So, die gehen jetzt weg. Ah, warte. So, ihr geht jetzt dahin. Genau, General, achte mal darauf, dass die jetzt nicht, nicht zurückkommen. Okay, die gehen wieder zurück. Ich mache genau wieder das gleiche. Die dürfen jetzt wieder feuerfrei. Und schießen jetzt auf die. Sehr schön. Und hier mache ich wieder genau dasselbe, also Hammer und Amboss. Hier der General macht dasselbe mit denen. Nur dass ich ja hier keine Hammer, keinen Amboss habe. So.
Makedoniens. Genau. Macht eure Pikenphalanx an und dann. Stolze Söhne Makedoniens. Und hier. Ja, und die werden jetzt auch vernichtet. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Sehr schön. Nicht. Das bringt doch nicht. Die waren zu lang drin. So, nochmal chargen. Und nochmal raus. Jetzt ist halt vor allen Dingen für die zweite Armee, also die wirklich Fullstacker ist, brauche ich eigentlich jeden hier, also jede Einheit voll. Naja. Na, die Hopliten verlangst die Die leidet schon ziemlich krass. Die hat ziemlich was verloren. Die waren, die hatten glaube ich 60 und jetzt weiß ich nicht mehr. 30? Auf jeden Fall waren sie rot. So. Gut. Ah, nur noch 40. Das ist nicht gut. Ja, und dann als nächstes kommt dann er. Ich habe Ares ein Opfer gebracht in der Hoffnung auf einen kurzen. Der Lilly. Jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Ja, die da sind kacke. Kavallerie. Und der hat sau viel Kavallerie. Okay, also ich mach das, weil ich glaube, also ich hoffe, dass er sich wieder blöd anstellt und seine ganze Kavallerie oder den Großteil seiner Kavallerie wegschmeißt. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut. Piken bereit! Kommt eine Phalanx! So, hier ist es nicht schlimm, wenn die von der Seite angegriffen werden. Bei den Pikenieren ist es viel schlimmer. So, dann hier kommt die Einheit. Wie ihr befehlt! So. Hier, Blitzi Blitzi. So. Ich habe halt ein Problem, wenn die von hinten angreifen. Aber, ja, mal schauen. Mal schauen. Spule ich mal vor. Blitz, Blitz. Okay. Tarantinische Kavallerie. Da bin ich mal gespannt. Also, ja, er macht natürlich alles auf meine Pikenphalanx hier. Kavallerie! Befreien Reiterei! Strategos!
Tarantinische Kavallerie! Ja, jetzt kommt er von hinten. Das ist nicht so gut. Verstanden. Befehle? Ja, der hat halt viel zu viele Kavalleristen. Ein bisschen. Ärgerlich. An sich kann ich ja die jetzt alle volle Kanne reinfeuern lassen. Kann halt sein, dass dadurch mein General stirbt, aber seine Kavalleristen sterben auch. Wir verlieren Boden. Ach so. Okay. Unser General ist gefallen. Ja. Gerade sah es noch besser aus. Ja, und jetzt sind hier alle auch ziemlich angeknackst. Weil der liebe General dort ist. Schwere Kavallerie bereit und willig. Gerade sah es sogar ein bisschen besser aus für mich, weil meine alle grün waren und seine orange. Aber jetzt fängt es halt an. Tarantinische Kavallerie! Umzuschlagen. Tödliche Geschütze bereit! Schießt auf sie! So. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Angriff. Ja, naja, der hatte nur noch zwei Reiter, also schändlich ist das nicht mehr. Halt das denn! Das war eine gute Salve von dem. Das war eine gute Salve. Okay. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ja. Gut. So. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Aber ich habe ein paar mitnehmen können. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Aber nicht genug. Ja. Das ist das Problem, wenn er von mehreren Seiten kommt. So, sorry. So, ich würde sagen, ja, das mit Pergamon ist gerade ein bisschen troubleig. Äh,
Okay, jetzt drücken sie von allen Seiten. Also Athen hat mir auch den Krieg erklärt. Pergamon? Mein ehrbarer Herr heißt mich über Gold zu reden. Eine beträchtliche Summe. Nicht Angriffspakt für 2000, das, ja. Das passt mir erstmal. Okay, ehrenhafter Tod. Handelsabkommen aufgelöst. Okay. Also, da ist die nächste Armee. Wie groß ist die Navissos? Auch nicht sehr groß. Ich mach mal Armeesabotage. Hier habe ich halt sämtliche Armeegebäude weggetan. Das war ein bisschen. Der ist ganz gut. Der ist nicht ganz gut. Hey, ich habe hier gute Leute. Okay, Vermächtnis wieder ein. Ja, okay. Titan. Habe ich nicht gesagt. Die Titanen werde ich machen. Wieder hier. Geh mal da rein. Auf See, bitte. Gut, die Rache Alexanders. So. Jetzt satt. Gut, also. Hier werde ich jetzt mal wieder 6er machen. Gut, dann 4 solche. Zwei, vier, fünf solche. Ja, das passt. Okay, alles klar. Wie lange braucht er? 3-4 Runden. Pulpordeva Atei. Pella wird so schnell nicht angegriffen, glaube ich. Hier ist Athen. Ich will mal hier schauen, was da so rumort. Atea werde ich, glaube ich, aufgeben, aber hier die da. Da muss der da hin. Und zwar. So. So. Der muss da jetzt aufräumen oder verteidigen, bis hier meine Leute in Formation sind. Ja, ist gut. Du kommst mal hier von oben. Dann wird man dich loben. Und zwar hierhin. Das ist ganz gut. Er verteidigt so lange hier Pella oder Makedonien, bis die Rache und der Stolz kommt. Rache und Stolz. Also der Stolz wird hier jetzt mal nach da gehen. Die wird mal schauen, wo jetzt die nächste feindliche Streitmacht ist. Hier werde ich mal Diamanten, sind immer gut. Okay, hier auch, das brauche ich nicht da. Ja. So. Okay, der macht sich hier auch schon mal bereit mit einer Fullstack-Armee. Sobald ich quasi ihn angreife, greift er hier an. Aber, ja, okay. Rhodos. Rhodos hat die. Dann mache ich hier mal eine Flotte rein. Ich erwarte eure Befehle. Langsam in den Hafen. So.
anheuern. Ich habe ja genug Eigenkapital, dass ich das alles stemmen kann. Und dann habe ich hier noch alles voll. So. Dann soll er mal hier kommen. Gut. Hier in Pella brauche ich, glaube ich, noch nicht, weil Sparta hat mir noch nicht den Krieg erklärt, also noch nicht. Aber das ist, glaube ich, auch eine Frage der Zeit, bis die mir alle den Krieg erklären. Wir sind aber immer noch felsenfest, das ist gut. So, die Karte hat sich etwas verschlimmbessert, würde ich sagen. Jetzt ist alles rot. Aber so ist es spannend. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bye bye.